Alicias Verzweiflung wächst von Tag zu Tag, soll sie Tobias oder Carlos glauben? Angetrieben von ihren Gefühlen für Carlos, lässt sie sich zu einer untypischen Aktion hinreißen. Achtung, es folgen Spoiler. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ, für Carlos, Patrick Fernandes, wird es bei GZSZ immer enger, doch er hat offenbar eine Verbündete. Obwohl er unschuldig ist, sitzt Carlos seit einigen Tagen im Gefängnis, denn ihm wird ein Mord nachgesagt. Schuld für seine Verhaftung sind Katrin, Ulrike Frank und Tobias, Jan Kittmann. Als die von Carlos toten Komplizen erfahren hatten, nutzten sie die Chance, sich ihres Erzfeindes zu entledigen und sich an ihm für seine Vergehen zu rächen. Während viele im Kollekiez sich tatsächlich vorstellen können, dass Carlos ein Mörder ist, hat Alicia ihre Zweifel. Dennoch wandte sie sich von ihrem einstigen Liebhaber ab. Doch das Misstrauen in ihren Onkel Tobias wächst zunehmend. Alicia sucht nach Beweisen. Carlos, Anruf und der Besuch im Gefängnis sorgen bei Alicia für ein regelrechtes Gefühlschaos. Auch wenn sie ihrem Onkel glauben möchte, dass er nichts mit Carlos Verhaftung zu tun hat, gelingt es diesem, sie zum Nachdenken anzuregen. Was, wenn Tobias doch nicht die Wahrheit sagt und Katrin ihn tatsächlich manipuliert hat, um sich an Carlos zu rächen? Alicia beginnt zu zweifeln. Neugierig fragt sie daher ihre Freund Sternchen innen über Katrin aus. Deren Aussagen bestätigen sie in ihrem aufkeimenden Verdacht. Alicia ist zunehmend davon überzeugt, dass ihre angeheiratete Tante ihren Onkel zum Lügen animiert hat. Doch noch fehlen ihr dafür die Beweise. Alicia beschließt, diese zu finden. Aufmerksam mustert sie bei Treffen mit Katrin und Tobias jeden ihrer Schritte und analysiert ihre Taten und Worte. Doch die beiden verhalten sich höchst unauffällig. Lediglich Katrins Schadenfreude. Als sie eine negative Berichterstattung in der Zeitung über Carlos entdeckt, lässt Alicia aufhorchen. Als sie bei Katrin und Tobias zu Hause ist, lässt sie sich vor lauter Misstrauen zu einer Verzweiflung statt hinreißen. Statt Katrin selbst zum Flughafen zu fahren, lässt sie Tobias den Vortritt. Und das aus einem Grund. Alicia nutzt die Gelegenheit. Katrins Laptop nach Indizien für ihren Racheplan zu durchsuchen. Gerade als es ihr gelingt, sich einzuloggen und den Kalender ihrer Chefin zu durchforsten, hört sie, wie sich die Tür öffnet. Alicia droht in letzter Sekunde aufzufliegen. Ob Tobias sie tatsächlich auf frischer Tat ertappt, werden wir erst aber noch erfahren.